Wir werden diese Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, eine Enquetekommission zum Thema Corona aufzuarbeiten. Wir wollen eigentlich einen Untersuchungsausschuss, aber wir sagen, wenn wir Politiker anderer Parteien wie Volker Bouffier, Robert Habeck oder die FDP-Bundestagsfraktion haben, die sagen, wir wollen eine Enquetekommission haben, um diese Themen aufzuarbeiten, empfinden wir das als Schritt in die richtige Richtung und legen gerne dort den Ball ins Spielfeld, damit es tatsächlich zu so einer Aufarbeitung kommt. Ich denke, die RKI-Protokolle haben deutlich gezeigt, mit den ganzen geschwärzten Stellen, dass es an der Zeit ist, dort für Transparenz zu sorgen, dort für Aufklärung zu sorgen. Und dabei geht es nicht nur um die RKI-Protokolle, wie sie jetzt von diesem Multipolar-Magazin freigeklagt worden sind, nämlich bis in den April 2021, sondern letztlich muss die gesamte Corona-Zeit aufgearbeitet werden von 2020 bis 2023. Dort muss klargestellt werden, wer waren die Verantwortlichen für welche Maßnahmen. Welche Maßnahmen haben sich im Nachgang als gut erwiesen, welche als schlecht. Wer sich ein bisschen mit den Themen beschäftigt hat, hat jetzt gesehen, dass wir in der vor kurzer Zeit aus dem Berliner Abgeordnetenhaus auch alarmierende Zahlen bekommen haben in Bezug auf die Rettungseinsätze, wo die Rettungseinsätze von Herzpatienten um über 50% gestiegen sind und die von Schlaganfallpatienten um 45% gestiegen sind, 2023 im Verhältnis zu den Jahren 2018, 2019 jeweils. Und das sind doch alarmierende Zahlen, wo wir dahinterhergehen müssen. Hängt das in irgendeiner Weise mit den Maßnahmen zusammen? Hängt das mit der Corona-Zeit zusammen? Womit hängen solche Sachen zusammen? Wir erleben leider seitens der Ampelregierung eine große Mauer des Schweigens, sowohl was die Übersterblichkeit ab 2022 anging, als auch was solche Zahlen, wie gesagt, wie aus Berlin angeht. Und wenn man 20.000 Einsätze im Jahr mehr hat wegen Herzproblemen, wo es bei den meisten Fällen tatsächlich um Fragen von Leben und Tod geht, dann muss die Politik dort genau hinschauen, dann muss die Politik dort aufarbeiten, dann muss die Politik dort für Klarheit sorgen. Und dementsprechend fordern wir von der Bundesregierung völlige Transparenz in Bezug auf die Protokolle des RKI, in Bezug auf das, was in der Runde zwischen dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin beziehungsweise dann dem Bundeskanzler gelaufen ist, die Protokolle der Ständigen Impfkommission. Wir wollen einfach wissen, auf welche Grundlage bezieht sich das? Hat das wissenschaftliche Grundlagen? Hat das politische Ursachen? Die Entscheidungen für gewisse Maßnahmen, gegen gewisse Maßnahmen, all das, was dort politisch passiert ist. Es waren massivste Grundrechtseinschränkungen, die in dieser Zeit passiert sind. Selbst Politiker wie Lauterbach oder Spahn, die in dieser Zeit Entscheidungsträger gewesen sind, sagen, wir werden uns viel zu verzeihen haben, beziehungsweise die eine oder andere Maßnahme, wie beispielsweise Schulschließungen, wären nicht gerechtfertigt gewesen. Und ich denke, dann sollten wir als Gesellschaft dahin gehen, das alles aufzuarbeiten, wirklich das neutral zu beleuchten und schonungslos darüber reden, was, wie konnte es dann dazu kommen, dass wir solche Maßnahmen, über die man im Nachgang sagt, sie waren ungerechtfertigt oder wo ein Herr Spahn schon im Vorfeld sagt, wir werden uns viel zu verzeihen haben, wie konnte es zu so weitreichenden Einschränkungen und Beschränkungen des öffentlichen Lebens kommen und wie können wir sowas für die Zukunft gegebenenfalls verhindern. Deswegen, wie gesagt, bringen wir das ein, was die anderen Parteien fordern, eine Enquetekommission, um einen ersten Schritt in Richtung der Aufarbeitung zu tun.